bin meinen Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schnapp, bleib dominant. Real G, deine Meinung ist relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Hallo Freunde des guten Essensgeschmacks. Mein Name ist Niklas Wilson-Sommer und ja, es ist wieder soweit. Ich bin auf Achse, ich bin auf Streifen, ich bin unterwegs. Viele kennen mich unter Willi. Wenn ihr mich unter Willi kennt, kein Problem, es ist die gleiche Person. Ich bin auf dem Weg nach Paderborn und nicht, weil Paderborn eine unglaublich coole Stadt ist, sondern weil mir eine gewisse Person, nämlich der meinte, in Paderborn gibt es den besten Döner. Oder ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was er gesagt hat. Ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich habe wirklich diesen weiten Weg auf mich genommen. Deswegen allein schon mal einen Daumen hoch. Ich gebe euch 30 Sekunden, um einfach schon ein Like und ein Kommi da zu lassen. Ab hier. Perfekt. Danke an jeden Einzelnen, der das gemacht hat. Wir werden den besten Döner in Paderborn testen oder Hamid sein Lieblingsdöner in Paderborn. Ich nehme euch mit, ich werde offen und ehrlich bewerten. In diesem Sinne bedanke ich mich bis hier schon für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in Paderborn. Ich bin angekommen in Paderborn. Ich muss ehrlich sagen, ist ja auch eine Stadt in NRW, aber eine Stadt in NRW, die ich jetzt nicht auf die Landkarte setzen würde. Auf no disrespect. Also es gibt in NRW deutlich coolere Städte, aber Hamid ist in NRW, in Paderborn zu Hause, deswegen ist ganz cool. Hamid ist gerade auf dem Sportplatz und dreht ein YouTube-Video oder irgendein YouTube-Format, irgendwas mit Fußball. Ich bin jetzt auch beim Sportplatz angekommen und danach fahren wir zum Döner bzw. zu ihm. So, ich weiß nicht, auf welchem Sportplatz ich mich hier befinde. Ich bin irgendwo im Nirgendwo. Hamid macht da irgendeinen Fußball-Content. Hamid sieht so wirklich so 0,0 aus wie ein Fußballer. Hamid? Ja, Bruder. Ja, Mann. Was geht ab? Nein, was geht ab? Ist gar nicht. Ich habe gerade nicht positiv über dich gesprochen, Bruder. Hast du wieder so gemacht? Nein, um Gottes Willen. Oder besser ist! Ich hab die Szene gesehen beim letzten Mal. Ich wollte nur sagen, so Real Talk, von oben nach unten, du siehst wie 0% Fußballer aus. Bruder, was kann ich denn besser machen? Größere Hose. Bruder, ich hab ein bisschen zugenommen einfach, weißt du? Bisschen zugenommen, Bruder, bisschen gut gehen lassen im Stream. Und? Ich hab andere Schuhe. Ja. Das sind meine alten. Ja. So, wie findest du mein Trikot? Das ist sehr stramm. Das ist geil, ne? Das ist geil, aber die Hose, die sieht so aus, als ob da so, keine Ahnung, da platzt jemand gleich. Zeig mal Arsch. Ekelhaft, ekelhaft. Dir geht's gut, hä? Porsche. Ja, Logo im Porsche. Sehr schöner Wagen. Findest du? Ja, aber mir persönlich, also so, das ist so wieder dieses Meckern auf hohem Niveau, ja. Wäre nichts für mich. Ja. Du magst, du hast ja immer SUVs. Ne? Ja, Mann. Ja, immer weiß. SUVs. BMW, Rangy bist du auch kurz gefahren, ne? Ja, alles mal so ein bisschen so, ne? Ja, was hast du gesagt, wie gut der Döner ist? Bruder, das ist der beste Döner, den ich bisher gegessen habe in meinem Leben. Ich mach keinen Spaß, Bruder. Ich hab ja davon nichts, wenn ich dich einfach anlüge, weißt du? Aber es waren schon echt viele Leute da und du wärst auf jeden Fall der Erste, der enttäuscht wäre. Sag mal zwei Namen. Rohat. Toll. Abu Joju. Ja, super. Er sagt bei allem. Umut war da. Ja, auch kein Bruder. Wer war denn noch da, Bruder? Kein qualifizierter Mann, wo ich sage. Es waren viele da. Als wir dieses Event gemacht haben, haben wir dort gegessen. Also jeder, der dabei war. Ehrlich? Ja. Okay. Für die Leute, die aus Paderborn kommen, gebt mir mal bitte auch euer Feedback in den Kommentaren, ob der wirklich so gut ist, weil Hamid hat diesen Döner gelobt wie noch nichts anderes. Also wirklich richtig krank. Ich habe das so in Erinnerung. Deswegen bin ich hier. Aber ich bin gespannt und ich finde es so heftig, dass du hier wohnst. Ja, okay, das hier ist gerade nicht Paderborn, ne? Ach so, ist das nicht Paderborn? Das heißt Schlangen. Das ist so, Schlangen? So ein Dorf einfach. Was glaubst du, kostet so ein Haus hier? Hier? Ja. Boah, der kann das sagen, der wohnt hier. Robin, was kostet hier ein Haus? Unterschiedlich, aber Digga, du kannst die Preise ja. So 300 kann es auf jeden Fall kosten, ne? Also hier ist günstiger. Weißt ja, du? Auf jeden Fall, aber eine Crackbude kostet auch schon mal 300 hier in Schlangen. Okay, aber in Schlangen passiert halt auch nichts, ne? Nein, Bruder, aber die hier wohnen, wollen auch, dass nichts passiert. Hier sind nur alte Leute. Ja, und ja, hier ja. Sind nur alte Deutsche. Hier, genau hier will ich hin. Ja, genau, ein bisschen Ruhe. Ich weiß, du meinst ernst sogar gerade. Ich meine auch behindert. Manche glauben das nicht. Willi meint das ernst. Ja, ich meine das bisschen krass Ruhe. Ernst. Bruder, du bist aber auch bisher nie zur Ruhe gekommen von deinen Stadtlagen her. Nein, immer City. Immer City. Deswegen, sowas brauche ich mal. Irgendwann. So, weil ich nicht so professionell bin wie Hamid,
habe ich jetzt Hamid, seinen Kameramann, bekommen. Das heißt, an der Stelle wird das Video vielleicht qualitativ noch mal besser. Die Fresse bleibt gleich. Wir fahren jetzt nach Paderborn, ja, zum Döner. Star-Döner, Detmoller Straße. Und dann bist du das erste Mal den. Isst du den auch so wie ich den esse oder machst du dir deinen eigenen? Das ist die Frage. Wir können uns zwei holen. Du machst mit Avocado. Ich mach mit Avocado-Creme. So peinlich. Aber du musst den eigentlich essen, wie ich den esse, um ihn zu bewerten. Ja, genau. So ist ja eigentlich auch das Video aufgebaut. Ich teste deinen Lieblingsdöner. Genau. Genau. Krass. Ich habe immer einmal die Woche einen Tag, wo ich Kacke esse und den habe ich mir extra für dich aufgehoben. Cheat Day. Ja. Ja, korrekt ist korrekt. Naja. Das ist von mir, weißt du das? Ich weiß, dass es von dir ist. Der Screenshot von Sydney, ja, wo du korrekt geschrieben hast. Bruder, seitdem ist das in meinem Kopf, ne? Korrekt ist korrekt, Bruder. Wir haben so gottlose Sachen. Auf jeden Fall, wir sehen uns als nächstes in Paderborn beim Star-Döner. Ja. Let's go! Okay, wir sind da. Detmoller Straße. Hier links sieht man Star-Döner. Da werden wir jetzt essen. Dieser kleine Laden hier. Siehst du hier an der Ecke? Bruder, ich habe alles erwartet, aber okay. Ich probiere gar nicht voreingenommen zu sein. Ich sag's aber, was sagt dir der Anschein vom Aussehen her? Bruder, Aussehen, der Anschein, der trügt, kann trügen. Ja. Aber das ist bei voll vielen Sachen so, weißt du? Bruder, bei den besten Dönerläden ist eigentlich komplett hässlich. Es muss eigentlich komplett hässlich sein. Ich sag hier. Bruder, es gibt zig Beispiele. Es gibt zig Beispiele. Also, oder Kebabland, bestes Kebabland Beispiel. Kebabland ist in Köln. Brutal. Sieht so kacke aus von außen, aber es schmeckt wirklich super. Ja, gebe ich dir komplett. Deswegen sage ich nichts und guck mir das Ganze einfach an. Ja, also ich schwör's euch, hätte Hamid mir den Döner nicht empfohlen, ich weiß nicht, ob man das fühlt, wäre ich jetzt einfach vorbeigefahren. Aber nicht auf Disrespect, sondern das ist so unscheinbar. Oder da ist eine Spielhalle, da ist Dacia, hier ist McDonald's, zu meiner Rechten ist Audi und Porsche, da ist noch eine Tankstelle. Es könnte das Bermuda-Dreieck sein. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Und nur ganz kurz für mein Verständnis, das ist Paderborn. Das ist crazy. Ist das Innenstadt? Nein, ja, so. Außerhalb? Also, 1 Kilometer weiter ist Innenstadt. Wie viele Einwohner hat Paderborn? 110.000 ungefähr. Und ab 80.000 ist man eine Stadt, ne? Nee, ab 100.000 ist man eine Großstadt. Ab 100.000 ist die kleinste Großstadt Deutschlands. Weird Flex, aber ist ein Flex. Ist ein Flex. Okay. Ey, wusstest du, dass Paderborn die kleinste Großstadt Deutschlands ist? Ja. Ich glaube, das ist eine alte Information. Warum? Es war so. Wer ist jetzt? Weiß ich nicht. Ich hab's aber gesagt, Bruder. Bermuda-Dreieck, wir McDonald's. Wir haben, das ist ganz cool. Ah, sag, Bermuda-Dreieck, McDonald's. McDonald's, Spielhalle, Dacia, Audi, Porsche, Tankstelle. Ah, das hier ist so die Straße, wo alles, also du hast hier Burger King, Mac ist Subway, du hast mehrere Spiele, also ich weiß, haben mir Freunde gesagt. Dann hast du hier eine Dönerbude. Welche? Hä? Welche? Freunde? Ja. Nile und so. Kenn ich und ich hab die jetzt auseinandergenommen. Ja, Mann, also hier ist eigentlich alles. Das ist so die Straße einfach in Paderborn, weißt du? Okay. Detmoller Street. Und wir haben in Paderborn, juckt zwar kein, einzige Traktorenmuseum in Deutschland und das größte Computermuseum der Welt. Boah, ist das. Oder? Oder, Leute? Boah, ey, wir haben nichts anderes, Leute. Das ist so unangenehm. Wir haben eine Fußballmannschaft. Ja, die ist gut. Ja, aber das ist voll unangenehm, das mit den Traktoren flex. Ja, wir haben Fußball ist wirklich gut. Fußball ist gut. Ja, für die Größe der Stadt. Super. Super. Total. Okay, wir haben hier den Chef. Ah, das ist der Chef vom Laden. Salam alaikum. Alaikum salam. Das ist Chefin. Ah, das ist Chef. Hallo, ich mach einfach. So, du nimmst den Döner wie ich oder willst du einen wie von dir nehmen und ich hol meinen und dann kannst du beides probieren, wie du möchtest. Ja, komm, ich vertraue dir. Du machst das heute und ich bewerte das offen und ehrlich. Dann kriegt Willi heute das erste Mal Avocado-Soße. Ich habe noch nie Avocado-Soße. Was? Ja. Alles klar? Wie geht's euch? Ey, eine Frage. Können wir ein bisschen Fleisch selber schneiden? Ja. Du schneidest heute selber. Ich hab schon mal geschnitten, ne? Ach so. Ja. Ehrlich jetzt? Ja, nee. Ah, Sucuk-Döner, ne? Ja, ja, ja. Ja, komm, ich schneide heute selber. Mal, ehrlich? Ja, komm. Bist du gar oder Hähnchen? Hähnchen. Beides. Ja, nein. Doch, ist schon Hähnchen? Hähnchen. Das ist seine Döner ist Chicken. Mein Döner ist Chicken. Weißt du, wie mein Döner geht? Ja. Guck, er weiß sogar. Er weiß. Krass. Ist schon mal bei jedem gekommen und hat gesagt, Hamed Loco-Döner? Wie immer. Bruder. Hamed Loco-Döner. Na und? Hä? Okay. Ja, okay. Komm da rein. Mach mal. Okay, wir machen zwei Chicken. Döners. Zwei Chicken. Und jetzt? Aha. Mit Wupp. Ey, du machst das gut. Gebrochener Döner, Mann. Ja? Ey, Willi. Hast du, Abel?
halt das mal jetzt ganz kurz. Ich mache TikTok, wo ich so sage, boah, ich hab Bock auf einen Döner und dann bist du an der Kasse. Check. Ja, okay. Willi? Salam alaikum, was darf sein? Seit wann arbeitest du hier? Ah, Bruder, nebenbei ein bisschen, ne? Läuft nicht mehr. Läuft Streaming nicht mehr? Nein, aber ist nicht schlimm, was darf sein? Ey, vielen, vielen Dank, ne? Gerne. Danke. Ich weiß nicht, ob das gut aussah, aber es hat sich gut angefühlt. Genau wie immer, mit Avocado-Creme. Setz uns raus, das ist der. Knobi. Nein, nicht Curry. Knobi. Knoblauch. Genau. Oh, Bruder, ich hab Angst bekommen, oder? Genau. Eisberg. Genau. Tomate und Gurke. Perfekt, Bruder. Und am Ende ein bisschen Zitrone. Perfekt, Bruder. Perfekt. Ich danke dir. Yeah. Machst du den selber noch einmal, Chef? Ja. Es ist gerade, warte mal. Es ist 16.15 Uhr, ist meine erste Mahlzeit, ne? Du hast noch nichts gegessen heute? Nein. Hast du heute schon Training? Ne, heute habe ich frei. Deswegen bin ich auch hier. Ach stimmt, du warst ja auch in Köln und nicht. Ja. Ich muss so machen, guck dir das an. Bruder, mach nicht zu viel, ne? Am Ende verfälscht das den Geschmack. Nee, ich bin. Okay, ich teste als allererstes. Warte, Snapchat. Für alle Leute, die mir noch nicht auf Snapchat folgen, folgt mir gerne auf Snapchat. So, ich mache jetzt ersten Test so, ne? Ja, ich auch nicht. Ist gut. Schmeckt wirklich. Also jetzt? Aber vergiss nicht, du hast das auch selbst geschnitten, ne? Natürlich. Selbst gemacht. Kann deswegen sein. Ja. Yeah. Selfmade. Aber wenn ich jetzt nur das Fleisch bewerte, super. Ist gut, ne? Ich bin bei Chicken manchmal ein bisschen kritisch. Ich esse normalerweise immer Kalb. Ja, sagen viele, Bruder. Ich kann zum Beispiel Kalb nicht essen. Ja? Wenn ich einen Dönerladen habe, der nur Kalbfleisch hat, dann nehme ich mir einen Lahmacun oder so. Weil ich krieg das nicht runter. Boah. Also Fleisch, sehr gut. Fleisch gebe ich dir. Sehr, 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 sehr lecker. Ja? Ja. Geil. Ist aber auch gut geschnitten. Kannst ehrlich sein, ne? Ich bin ehrlich, Bruder. Ich hab da nichts davon, wenn ich lüge. Natürlich. Wenn mir nicht gefällt, gefällt mir nicht. Voll rein, Bruder. Ja? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Man muss sagen, ist hier Avocado-Creme drin, aber Avocado hat nicht so einen signanten Geschmack. Das heißt, du schmeckst das kaum raus. Wenn die Leute das sehen, schauen wir, wie ich schon ausschaue. Soll ich dir schon mal einen Kritikpunkt sagen? Ja. Aber das ist auch so typabhängig. Ich bin zum Beispiel kein Fan von weißen Zwiebeln. Auf einen Döner muss für mich rote Zwiebeln sein. Ja. Weiß nicht, ob du den fühlst. Weil es knackiger ist. Und auch Geschmack, also die haben einen anderen Geschmack, finde ich ein bisschen. Aber das würde ich jetzt... Ja, rote Zwiebeln fühle ich auch. Könnt ehrlich ein bisschen besser machen. Ich finde die Avocado-Ding interessant. Ich esse zum ersten Mal Avocado. Aber ist nicht schlecht, ne? Nee. Weil Avocado schmeckt allgemein wirklich nicht so krass. Wenn du so auf Ei und so. Du schmeckst das nicht so krass. Mhm. Aber ich finde, das füllt den Döner geil. Man wird gut gesättigt, man hat ein bisschen anderes als Fleisch. Es gibt auch Leute, die essen nur Fleisch. Die haben keinen Salat, die packen in Döner einfach nur Fleisch rein. Das fühle ich auch. Aber wenn man sich irgendwie anders sättigen will und so, ein bisschen mit Avocado und so, das ist schon cool. Das schmeckt schon. Ey, weißt du, wie klein Paderborn ist? Ess ruhig weiter, Bruder, wie ein Mann. Da hinten an der Ampel ist einfach mein Cutter. Der geht einfach... Das ist Nico, Digga. Der geht einfach gerade über die Ampel, also auf die andere Seite. Der geht weg, gell? Das ist ein Cutter und der läuft einfach... Prinzipiell, ich sehe aus wie ein Penner. Verzeihung, aber das zeigt auch, dass es real ist. Ich esse und achte nicht auf mein Aussehen. Aber ich sehe gerade in der Kamera, Speff. So muss man aber aussehen, wenn man ein Döner ist. Boah, ich will noch gemischte Gefühle. Siehst du? Ich will noch gemischte Gefühle. Ja. Ich sage jetzt schon im Voraus an einen Döner, aber das kannst du auch nicht vergleichen, an Berlin. Komm ich nicht ran. Sagst du? 1.000.000%. Richtig. Aber feierst du jetzt zum Beispiel so ein Gemüse-Kebab mehr als das? Also ich sag keinen speziellen, generell. Magst du Gemüse-Kebab mehr als sowas? Nein. Aber es gibt spezielle Gemüse-Kebabs, da habe ich manchmal mehr drauf Bock. Aber ich sage dir, was krass ist, was ich nicht gedacht hätte, die Avocado. Ist gut, ne? Ja, die Avocado-Soße ist sehr lecker. Ich weiß nicht, ob man sie hier sieht. Hier hinten kommt sie gerade so raus. Die ist sehr, sehr lecker. Avocado hört sich halt sass an, Bruder, weil das kombinierst du nicht mit Döner in deinem Gedanken. Das gehört eigentlich auch nicht eigentlich nee. So normal auf dem Döner. Auf so ein Fleischdreieck. Fleischdreieck? Ich habe eine Sache gehört, das können wir eigentlich nicht reinschneiden, ne? Den schlimmsten Begriff von einem Döner. Knackentasche? Nein. Vielleicht auch nicht reinmachen, Devin, überlegen. Verräterdreieck. Hast du das auch gehört? Nein. Bruder, das ist doch einer zu viel, Digga. Aber das ist ein osmanisches Dreieck. Ja. Fleischkanister. Avocado, super. Boah, soll ich auch einen verrückten Call geben? Ich mag es, dass es so saftig hier ist. Schau mal. Das hier ist so unten? Ja. Ich bin so ein Räudiger.
Einer der, ja, du isst aber auch ein bisschen räudig, muss man sagen. Mhm. Bei mir sind keine Tropfen. Mhm. Schau mal, wie kultiviert du isst. Schau mal, wie ich esse. Aber Bruder, du hast heute auch noch nichts gegessen. Das kann auch sein, ja. Also das Ding, du hast jetzt gerade einen Kampf, deswegen. Also das Ding ist, ich habe so krassen Hunger. Ich bin seit 10 Stunden unterwegs. Ja, stimmt. Ja. Von Nürnberg nach Köln, nach Paderborn. Mhm. Und du musst wieder nach Nürnberg. Mhm. In die Heimat. Zu Hause ist am schönsten. Was ist denn der beste Döner in Nürnberg? Hast du schon mal ein Video dazu gemacht? Muss ich mal anschauen. Fehlt aber noch einer. Shababs. Ist wirklich gut. Ah, den hast du noch nicht besucht? Nee, den habe ich noch nicht. Also ich war schon mal da, aber ich war jetzt noch nicht mit YouTube da. Noch nicht aufgenommen. Keine Zeit oder kein Kopf manchmal. Und ich so. Ich mache immer nur dann, wenn ich schaffe. Also wenn ich schaffe. So, ich kann ja nicht jede Woche Döner essen. Also könntest du schon. Mhm. Aber die Leute würden wieder falsch verstehen. Wenn du nur also Döner-Content auf deinem Kanal hättest, dann hättest du wieder Hate-Kommentare. Immer wenn sich die Gelegenheit ergibt und es passt, lade ich so Döner-Video hoch, weil ich es feiere. Also ich mag Döner. Und ja, zum Beispiel ein Döner in, Bruder, ich war in Stuttgart, à la Türka, im Vergleich zu dem, ganz zwei unterschiedliche Döner. Ganz krank. Kann man nicht vergleichen, sagst du? Welten nicht. Also Welten nicht. Aber weil es auch nicht so dieser normale Döner ist. Du satt? Ich hol dir einen. Ist gut. Für meine Serviette, ich hol dir sag ich was. Ich kann selber haben mit Döner. Ja. Vielen Dank. Also, wenn ihr gerade jetzt meine Fresse seht, ich weiß, jeder wird sich denken, du Vollidiot, wie isst du? Denke ich mir auch manchmal. Danke, Hamid, mein Bruder. Aber mir ist es scheißegal, wie ich beim Essen ausschaue. Wichtig ist, dass du im Nachhinein dein Grinsen immer noch hast. Oder ich sag sogar, wenn ihr mit einem Mädchen Döner essen geht und ihr trefft euch mit dem Mädchen auch und sowas, dann müsst ihr auch ganz normal essen. Wenn euch ein Mädchen diskriminiert, weil ihr... Und ihr trefft dieses Mädchen schon ein bisschen länger und ihr sagt so, boah, wie isst der sein Döner? Und so. Oder generell, die kommt gar nicht mit euch Döner essen. Was wäre dann? Entweder nimmt dich eine Frau mit deinen Fehlern und deinen guten Seiten und akzeptiert beide und schätzt beide Seiten. Ja. Also wir reden jetzt nicht von, der sagt mir, ich darf das anziehen und das nicht anziehen, weißt du. Solche Sachen sind ja eh Steinzeit, aber ich meine damit, man muss sich lieben und schätzen mit den guten und schlechten Seiten an einem Menschen, weil keiner ist perfekt, nobody's perfect, nobody's perfect. Ich sag, Döner-Date mit einem Mädchen ist wichtig. Ich würde auch mal, ich war noch nie auf einem Döner-Date. Ja, musst du mal machen eigentlich. Ja, klar. Frag mal die Frauen, wenn ich mit einer Frau sage, sollen wir ein Döner-Date? Ja, guck mal, das ist das Problem. Du brauchst eine Frau, die mit dir, die ja sagt, Bruder. Die, egal wo du bist, mit dir essen will, weißt du? Mein Bruder, es wird die Zeit kommen, da werde ich diese Frau finden und dann werde ich einfach nur sagen, holla. Ich habe mehr verstanden als... Normal, mein Bruder! Normal! Also, mein Fazit zu deinem Döner. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Mhm. Ich bin positiv überrascht. Ich finde es überhaupt krass, dass es Paderborn einen Döner gibt. Ich hab Paderborn schon... Er hat übertrieben, Bruder! Er hat übertrieben! Aber ich muss tatsächlich sagen, ich würde den ganzen für Chicken, weil ich bin kein krasser Chicken-Liebhaber, ja, für Chicken gebe ich eine 8, was unnormal statt. Nehme ich mit. 8 ist sehr stark. Also wenn du hierher kommst und isst... Du erwartest keinen krassen Döner in Paderborn. Nee, aber der ist wirklich gut. Ja. Also der ist wirklich, wirklich gut. Der ist nicht schlecht, der ist auch nicht so, dass ich sage, es ist der beste der Welt, aber der ist gut. Du bekommst das, was du bestellst. Einen echt guten Döner. Ja. Ich würde Bundesliga, würde ich ihn einen Platz 7, 8 geben. Oh, das ist korrekt. Weißt du? Das ist korrekt. Verstehst du, was ich meine? Nehme ich mit. Also ist ein Bundesliga-Döner. Ist ein Bundesliga-Döner und du damit. Ja, und du bist im Mittelfeld. Du spielst nicht um Europa League, aber auch nicht um Abstieg. Du spielst nicht international mit, nein, aber du kannst dich in Deutschland sehen lassen. Ja, so. Stark gesagt. Und du sagst ja, Schalke zum Beispiel kann man sich nicht sehen lassen in Deutschland. Ich kann mich in Schalke nicht sehen lassen. Ich kann mich leider in Gelsenkirchen, bin ich nicht so erwünscht. Ja, aber naja, bist selber dran schuld, Schalke und der FCN. Also. Ey, ich hatte dein Trikot auf Malle an. Ja? Und es sind so viele Leute zu mir gekommen und Schalke-Fans und das erste Mal Umarmung mit Schalke-Fans. Echt? Umarmung mit irgendwelchen alten Neuen. Nürnberger Junge! Ehrlich? Ja! Weißt du, was das bedeutet? Sommer verbindet. Deswegen holt euch mein Trikot und zieht es auf Malle an. Du, ey, du, dein Trikot. Ich brauche noch ein unterschriebenes Trikot. Alter! Und ich hab heute, ey... Weißt du was? Ich habe eine Idee nach Video. Ich würde an der Stelle das auch nicht mehr in die Länge ziehen, sondern danke erstmal Hamid für seine Gastfreundschaft. Danke. Danke dir fürs Kommen. Ach, selbstverständlich. Du bist in Paderborn immer sehr willkommen. Das freut mich zu hören. An der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Gebt mir mal ein Feedback für die Leute, die aus Paderborn kommen, Umgebung oder Nähe. Was ihr zu dem Döner sagt, bildet euch gerne eure eigene Meinung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert und abonniert diesen Kanal. Ist alles kostenlos und kostet auch keine Zeit. Folgt mir auf Instagram, ich möchte die 1 Million knacken
Und in diesem Sinne wünsche ich allen eine Verzeihung. Checkt Hamid ab. Hilft, wie unhöflich. Checkt Hamid seinen Kanal ab. Wird auch nochmal eingeblendet. Danke, Hamid. Ey, danke. Und danke, dass du meinen Kanal genannt hast im Video. In diesem Sinne sagen wir 1, 2, 2. Mr. Nice Guy is so high school musical American Pie.